Tanja und Sebastian haben den China-Deal durchgezogen. Ich habe ihnen den China-Deal ganz klar untersagt. Glaubt Sebastian im Ernst, dass ich von so einem Millionendeal nichts mitkriege? Wenn du mich wirklich kennen würdest, ja, könntest du mich gar nicht lieben. Sag mir ins Gesicht, dass du mich nicht liebst. Ich liebe dich nicht. Ich habe keinerlei Gefühle für dich. Ich kann das Bein noch nicht wieder belasten. Der Bruch ist noch nicht verheilt. Soll mir nicht doch lieber einen Arzt herholen? Auf gar keinen Fall, Kim. Das ist viel zu riskant. Niemand darf wissen, dass ich noch lebe und mich hier verstecke. Die Polizei sucht mich. Kim, ich hatte dich doch gebeten. Guten Abend. Ansgar von Lahnstein. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine gute Idee ist. Das kann ich mir vorstellen, dass du das so siehst. Du hast dich so hoffentlich nicht entsichert, oder? Das letzte Mal, dass jemand aus deiner Familie... Das gibt Ärger mit dem Besitzer, wenn halt die Fresse! Du hast meinen Vater ermordet. Das war ein Unfall, verdammt doch mal! Ich hatte vorher meine Verlobte erschossen. Sie war schwanger, wusstest du das? Herzlichen Glückwunsch. Oh, oder sagt man das hinterher nicht mehr? Ich war der Letzte, der ihr Leben gesehen hat. Tja, das geht vielen Mördern so mit ihren Opfern. Gesagt. Ich dachte, vielleicht interessiert dich das, seine letzten Worte. Letzte Worte? Bullshit! Sie galten dir. Netter Versuch, Ansgar. Wenn du mich jetzt erschießt, erfährst du es nie. Nein, sag sowas nicht, Tore. Bitte. Trenn dich damit ab. Je schneller, desto besser. Für uns alle. Du lügst die ganze Zeit. Du hast dich in mir geirrt, sowas kommt vor. Hey, wie bist du? Was ist denn hier los? Ich hasse auch nicht Sextoiletten. Süße, können wir dann? Klar. Die Party geht schon los, alle warten schon auf dich. Lass uns feiern, das haben wir uns verdient. Lass ihn endlich in Ruhe. Kommst du mal kurz mit? Ich habe noch 3 Interviewtermine, das ist wichtig. Komm ins Apartment. Christian, was soll denn das? Die warten auf mich. Darf ich mal kurz? Wir beide sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir uns entscheiden müssen. Ist was Schlimmes passiert? Ich habe das Gefühl, mit dir an meiner Seite kann ich alles erreichen. Ach, und das merkst du erst jetzt? Tanja von Lahnstein, willst du noch mal meine Frau werden? Kein Mann der Welt geht bei seinem zweiten Anflug auf die Knie. Doch, ich siehst du ja, also. Willst du?
Ja, ich will. Es hieß immer, mein Vater ist nach dem Schuss in den Rhein gestürzt. Ja, natürlich, das war die offizielle Version. Aber er hatte noch Zeit, etwas zu sagen. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Du kannst mir irgendeinen Scheiß erzählen. Er hat gesagt, dass er stolz ist auf dich. Und dass er dir das gern selbst gesagt hätte. Er wollte immer, dass du in seine Fußstapfen trittst und Höchstleistungen bringst. Und dabei hat er vergessen, dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Aber du warst die beste Tochter, die man sich hätte wünschen können. Das hat er gesagt. Warum hast du das vor Gericht nie erwähnt? Dein Vater hat meine Verlobte erschossen. Glaubst du vielleicht, ich hatte Lust, dir seine warmen Worte zu überbringen? Alex, hör zu. Wir beide haben den Menschen auf der Welt verloren, den wir am meisten lieben. Ich hab die letzten Monate versucht, irgendwie damit klarzukommen. Und so langsam gelingt mir das manchmal. Und du schaffst das auch. Du bist noch jung, das Leben liegt noch vor dir, dir steht alles offen. Ich dann wieder. Ja, dir auch. Glückwunsch zu eurer Verlobung. Danke. Nett von dir. Sonst noch was? Was soll das? Was? Ist Tanja doch gerade erst losgeworden. Warum willst du sie jetzt schon wieder heiraten? Weil ich diese Frau liebe, weil ich ein Kind mit ihr habe und weil ich das in Scheißdreck angeht? Mir ist egal, wie und mit wem du dich vermehrst. Aber wenn du Tanja heiratest, stellst du damit ihre Position in der Familie. Was, wenn ich genau das vorhabe? Der Frau ist nicht zu trauen. Ich weiß das. Du weißt das. Alle wissen das. Hagen, nur weil es bei dir privat gerade nicht so rund läuft, darfst du anderen Leuten nicht ihre Beziehungen verbieten, du? Mein Privatleben hat nichts mit meiner Meinung zu eurer Hochzeit zu tun. Ich hab dich aber gar nicht nach deiner Meinung gefragt. Oder gehört das auch alles zu deiner Nachhaltigkeitsstrategie? Vater wollte Tanja nie in der Firma haben. Und vor allem wollte er sie nie am Familientisch. Was wollte doch mal unseren Vater daraus, Jan? Wir führen diese Firma in seinem Sinne weiter. Du führst diese Firma. Wir sollen doch alle nur deine bekloppten Ökovisionen umsetzen. Tanja ist die Frau an meiner Seite. Auch er hat das irgendwann eingesehen. Aber er hat es mal bedauert, bis zu seinem Tod. Deshalb werde ich eure Hochzeit verhindern. Du wirst die Hochzeit verhindern? Viel Spaß dabei, du hast sie nicht mehr. Ich werde polizeilich gesucht. Ich kann dir helfen, dass die Anklage gegen dich fallen gelassen wird. Oder willst du dein Leben lang auf der Flucht sein? Denk drüber nach. Ich komme morgen wieder. Du rührst dich nicht vom Fleck. Natürlich. Ja, was? Hast du geglaubt, ich lasse dich hier allein? Schönen Abend euch beiden. Gerne. Oh, ich wollte gerade gehen. Wie schade, jetzt geht die Party doch erst richtig ab.
Ja, aber es war ein langer Tag für mich. Sie wollen also Ihren besten Kunden einfach hier stehen lassen. Ich sage mal, wer hart arbeitet, darf auch hart feiern. Aber wir beiden Hübschen gerade so zusammenstehen. Diese Kollektion Giselle et LCL, das ist doch Ihr Baby, oder? Das wissen Sie? Wie süß. Ich weiß alles. Und ich weiß auch, dass Sie gut sind. Danke. Das freut mich, dass es Ihnen gefällt. Ja, also, das war Teamwork. Also, ich habe mit Giselle und Rebecca von Lahnstein sehr eng zusammengearbeitet. Und das Schlusskleid, das war von ihr. Stellen Sie mir ja Licht nicht unter den Scheffel. Sie haben eine ganz eigene Handschrift. Wissen Sie, es gibt Leute, die sind gut, die können etwas. Und es gibt Leute, die können nichts. Und Sie, meine Liebe, Sie können etwas. Und da ich immer ein offenes Ohr für junge Talente habe, möchte ich bitten, dass Sie mich anrufen. Ja, das würde ich mich sehr freuen. Bitte schön. Denk drüber nach. Denken Sie nicht zu lange. Ich muss dann mal los. Tschüss. Tschüss. Siehst du? Das ist alles, was du brauchst. Was? Na, feiern und Spaß haben. Ja! Was glaubst du? Wie wird der Rest der Familie reagieren? Als hätte uns das jemals interessiert. Hagen klang ziemlich entschlossen. Was glaubt er denn? Dass wir wieder im Mittelalter sind und er die Ehen der Familien nach seinem Kutücken arrangieren kann? Auf unsere Hochzeit. Auf uns. Auf eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Liaison. Es gibt übrigens gute Nachrichten aus Shanghai. Die Flagship-Stores sind genehmigt. Gut. Die Chinesen werden sich um unsere Kleider prügeln. Und schon wieder freue ich mich auf Hagens Gesicht. Ja, ich auch, weil er gar nichts mehr dagegen unternehmen kann. Armer Hagen. Er tut mir auch leid. Das ist neu. Chinesische Seide. Was sonst? Was machst du eigentlich? Ich meine, wenn wir jetzt hier schon die Nacht verbringen, dann wüsste ich wenigstens gern, mit wem ich es zu tun habe. Billy. Hi, Billy. Ansgar. Naja, das weißt du wahrscheinlich schon. Du wirkst wie jemand, der seinen Job ziemlich ernst nimmt. Finde ich gut. Also, ich vermute mal, du kannst das sicherlich nicht ewig machen. Ich meine, irgendwann kommt doch sicherlich die Zeit, wo es besser wäre, wenn man vorgesorgt hat.
könnte dir dabei helfen. Wie wäre Folgendes? Eine Million Euro in Cash, wenn du mich jetzt gehen lässt. Wie wär's? Deal? Moment, langsam, langsam, ey, was soll das denn jetzt? Jetzt komm schon, wir waren doch gerade dabei, uns kennenzulernen. Ich komm doch sowieso nicht weg mit meinem Bein. Wo bleibt hier die Herausforderung für dich? Ey. Wunderschönen guten Morgen. Also, ich habe herrlich geschlafen. Und du? Können wir diese Fesseln jetzt endlich mal abmachen? Ich habe nachgedacht. Über die Möglichkeit, dass du mich vor Gericht entlasten könntest. Ja, das habe ich auch. Ich glaube, das ist wirklich gar kein Problem mit einem guten Anwalt. Ich habe eine Menge guter Anwälte. Du würdest nicht mehr gesucht. Du könntest gehen, wohin du willst. Ich könnte wieder an meine Konten ran. Du könntest das Erbe deines Vaters antreten. Du könntest einfach machen, was du willst. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann muss ich dir vertrauen können. Ja, natürlich. Und das kannst du wirklich. Wer weiß alles, dass du hier bist? Niemand. Ich habe gedacht, ich kann dir vertrauen. Aber das kannst du doch. Du hast mich gerade angelogen. Ja, wer bringt dir denn den Whisky, die Lebensmittel und die ganzen Sachen, die du brauchst? Und was glaubst du, wer mich hierher geführt hat? Deine Tochter. Du suchst mich? Ah, kannst du die Mappe bitte Tanja geben? Ich bin zwar Tanjas Assistentin, aber ganz bestimmt nicht dein Laufbursche. Ich mach's selbst. Die denken alle, dass ich tot bin. Kim ist wirklich die Einzige, ich schwör's. Nochmal. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann muss ich dir vertrauen können. Das kannst du. Ich sag dir ab jetzt die Wahrheit. Wirklich. Gut. Also, wie sieht er denn aus, dein Plan? Wie willst du mich entlasten? Also, ich dachte mir, ich sag einfach bei Gericht aus, ich gebe zu Protokoll, dass du nie wirklich versucht hast, mich umzubringen, sondern dass ich völlig durchgedreht war und dich irgendwie einfach nur belasten wollte. Und was sind deine nächsten Schritte? Wir beziehen einen Anwalt deines Vertrauens ein. Apropos Vertrauen.
sie an. Das Töchterlein. Wie passend. Bestimmt erzählst du mir jetzt, dass das Handy rein zufällig in deine Tasche gerutscht ist. Billy? Ja, hör zu, ich hab... Das ist so schade. Für dich und für deine Tochter. Moment, halt Kim da raus! Unsere Verhandlungen sind daher jetzt beendet. Na schön. Dann mach's kurz, dann erschieß mich einfach! Bill, du gibst auf? Na los, drück ab! Du willst deine Tochter schützen, oder? Du gibst dein Leben für ihrs? Das ist ja fast schon ergreifend. So viel bedeutet sie dir. Ach. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Die ganze Familie freut sich mit euch. Was? Schmollt ihr etwa immer noch, weil ich so schlampig arbeite? Darum geht's gerade nicht. Ach, sehr gut. Ich habe übrigens dafür gesorgt, dass nichts mehr in unserem Hausmüll landet, was nur ansatzweise kreativ ist. Wir schreddern ab sofort auch unsere Taschentücher. Das hier sind die wichtigsten Informationen über den chinesischen Markt und unsere Läden vor Ort. Die wir in ein paar Monaten eröffnen werden. Schön für euch. Was hat das mit mir zu tun? Darüber haben wir bereits gesprochen. Du passt die Kollektion dem chinesischen Markt an. Also ich dachte, ich bin nur noch auf Bewährung. Ach, Becker, jetzt übertreibt man nicht. Das war doch, wenn überhaupt, nur eine Abmahnung. Also für mich hat sich das anders angehört. Rebecca, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist die einmalige Chance, nach China zu expandieren und... Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Wir werten gerade die VIP-Präsentation von gestern aus. Na dann, lasst euch nicht weiter stören. Hagen weiß also nichts davon. Natürlich nicht. Und das soll auch so bleiben, bis die drei Geschäfte eröffnet sind. Und danach kann er nichts mehr dagegen tun. Komm schon, Rebecca. Du hast jetzt die Gelegenheit, deinen Fehler wieder gut zu machen. Tore, wegen gestern Abend, ich wollte dir sagen... Giselle, würdest du uns für 5 Minuten allein lassen? Okay. Ich wollte dir... Tore. Tut mir so leid, was ich gestern gesagt habe. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Natürlich habe ich Gefühle für dich. Das wusste ich doch. Ich musste erst die Dämonen meiner Vergangenheit besiegen. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich liebe dich, Caro. Ist das dein Ernst? Ich war so ein Idiot. Ich war feige, ich war ein Arschloch, aber ich will das nicht mehr sein. Und ich bin das eigentlich auch nicht, das weißt du doch, oder? Gibst du mir noch eine Chance? Natürlich. Oh, yeah.
Kim ist unschuldig. Sie hat mit der Sache zwischen mir und deinem Vater nichts zu tun. Jetzt schon. Sie ist noch ein Kind. Quatsch, ist sie nicht. Sie ist fast so alt wie ich. Okay, hör zu. Sie wird misstrauisch werden, weil ich nicht ans Telefon gegangen bin und sie nicht zurückrufe. Richtig. Und darum wird sie sich auf den Weg zu dir machen. Dann läuft sie uns direkt in die Arme. Und dann... Adios, kleine Kim. Falsch. Sie wird die Polizei einschalten. Und dann bist du geliefert. Und ich übrigens auch. Dann sind wir alle geliefert. Das wird sie nicht riskieren. Sie weiß, dass du immer noch polizeilich gesucht wirst. Ja, also für den Fall der Fälle. Wenn sie jetzt wirklich nicht zu uns kommt, dann... Dann wäre es ja vielleicht besser, wenn jemand zu ihr kommt. Und sie aus dem Weg räumt, bevor sie noch was Dummes macht. Was halt langsam? Das kannst du doch nicht machen! Ach nein? Du weißt, wer Kim ist und wo sie zu finden ist. Gut, dann knall sie ab. Was? Halt, na, warte, nein! Alexa, hör zu, ich tue alles, was du willst, aber wir können über alles reden. Gerne. Erzähl mir doch was über deine Tochter. Das soll ja helfen, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Ja, das hört sich alles nicht schlecht an. Aber Hagen... Was soll mit Hagen sein? Wir hintergehen ihn? Hagen ist gegen alles. Gegen Autos, gegen Atomstrom, gegen alles, was nur im Entferntesten mit Fortschritt zu tun hat. Er ist sogar gegen meine Hochzeit mit Tanja. Ehrlich? Weil unser Vater dagegen wäre. Wenn wir uns danach richten, was Hagen will, dann wird es RCL bald nicht mehr geben, weil uns die Konkurrenz dann geschluckt hat. Also, bist du dabei? Rebecca, dieser China-Deal, das ist unsere einmalige Chance, jetzt oder nie. Wir haben doch nicht so viel investiert, um LCL wieder aufzubauen, damit Hag jetzt daherkommt und alles wieder einreißt. Ja, aber er ist trotzdem unser Bruder. Und neulich waren wir alle sehr glücklich, dass er überlebt hat. Hey, das bin ich immer noch. Aber müssen wir deshalb alle nach seiner Pfeife tanzen? Ja, es stimmt. Er könnte sich schon ein bisschen mehr öffnen und kompromissbereiter sein. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, dieses ganze Öko-Geschwafel, ich kann es nicht mehr hören. Das macht doch jeder heute. Alle sind Öko, alle sind nachhaltig und hat die Welt verbessert. Nein, hat es nicht. Ich kann es nicht mehr hören. Warum sollen wir keine Kleidung nach China verkaufen? Ist doch absurd. Ja, ich sehe das genauso. Dann hilf uns. Oder möchtest du demnächst Jutebeutel entwerfen? Dein Bodyguard zurück. Niemand hat was davon, wenn du Kim umbringst. Doch. Ich. Es fühlt sich gut an. Dein Vater hat meine Verlobte erschossen. Ich werd immer um Eva trauern. Und um mein ungeborenes Kind reicht das nicht. Du lebst. Und es geht dir gut. Also nein. Es war ein Unfall, verdammt nochmal. Ich habe noch versucht, deinem Vater die Pistole abzunehmen. Dabei hat sich der Schuss gelöst. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Du hast meinen Vater um sein Geld betrogen und die Polizei auf ihn gehetzt. Es ist alles deine Schuld! Ach, wie süß. Deine Tochter macht sich wohl Sorgen um dich. Dabei sollte sie sich lieber Sorgen um sich selbst machen, oder? Bestimmt ist Billy schon ganz in der Nähe. Ich verstehe es nicht. Warum geht er nicht ans Telefon? Vielleicht ist er rausgegangen. So lange? Selbst mit Krücken kann er nicht lange laufen. Außerdem hätte er sein Handy mitgenommen. Und wenn der Akku leer ist? Ach Quatsch. Das hätte er doch längst bemerkt und aufgeladen. Oder er schläft einfach lange und das Handy ist auf stumm geschaltet. Mm-mm. Da stimmt irgendwas nicht. Ich komme gleich wieder, ja? Hey, was kann ich Gutes für dich tun? Ein Burrito. Burrito des Tages? Was zu trinken dazu? Limo. Kommt sofort.
Regisseure? Ich bin da, sie ist an der Imbissbude. Wie weit bist du entfernt? Ein paar Meter. Das ist gut. Kim, lauf weg! Du bist in Gefahr! Hat sie das gehört? Nein. Netter Versuch, Ansgar. Und, kannst du zuschlagen? Gerade ungünstig. Okay. Bleib einfach an ihr dran. Und leg nicht auf. Es wird nicht mehr lange dauern. Alexa, hör zu. Du bist doch eine intelligente Frau. Kommt jetzt die Schleimnummer? Sie zieht bei mir nicht. Jetzt denk die ganze Sache doch mal bis zum Schluss durch. Okay, du bringst mich um und meinetwegen auch noch Kim und du hast Spaß dabei. Und dann? Was kommt denn dann? Du verkriechst dich in irgendeinem dreckigen Loch am Ende der Welt. Die Polizei sucht dich, du hast kein Geld, du hast keine Macht und du kommst nicht an das Erbe deines Vaters ran. Du hast doch jetzt schon kein Geld, richtig? Hier, bitteschön und guten Appetit. Komisch, der Typ da drüben. Ansgar würde mich nie so lange warten lassen. Verdammt doch mal, meine Familie hat Geld. Wie wär's denn mit dem Lösegeld für mich? Jetzt wäre die Gelegenheit. Mein Typ ist dabei. Den könnte ich gleich miterledigen. Einen Moment. Von wie viel reden wir hier? 10 Millionen? Soll ich? Sollten die so viel Geld für dich bezahlen? Die denken, du bist tot. Und eigentlich sind die sogar froh drüber. Nein, Familie war bei uns immer wichtig. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Die werden auf jeden Fall zahlen. Ich warte auf dein Kommando. Ich bin bereit. Denk an das Geld. Denk an deine Freiheit. An dein Leben. Stopp. Abbruch. Wir geben der Kleinen noch eine Gnadenfrist. Durch? Nein, nein. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass nicht alle in der Familie mit mir als Chef zufrieden sind. Vor allem Sebastian. Wundert dich das? Was hast du eigentlich gegen die Heirat mit Tanja? Ich will nicht, dass sie noch mehr Einfluss in der Familie bekommt. Ich glaube, dass du einfach zu viele Dinge auf einmal willst. Da ist klar, dass nicht alle begeistert sind. Naja. Ich habe halt gedacht, wenn die Argumente stimmen, überzeuge ich auch alle irgendwann. Vielleicht solltest du ab und zu mal auf die Argumente der anderen hören. Wozu das denn? Sowas nennt man Kompromisse. Das hilft bei Entscheidungen zwischen Konfliktparteien. Nie gehört. Ist das neu? Ja. Es hat sich einiges geändert in deiner Abwesenheit. Wir hören uns jetzt zu und ab und zu entscheiden wir sogar Dinge gemeinsam. Ich kann bei meinen Prinzipien keine Kompromisse machen, sonst kann ich es auch gleich lassen. Verstehst du das? Ja, aber es macht das Ganze nicht besser. Vater wollte, dass ich Verantwortung übernehme. Und das mache ich, indem ich das Unternehmen neu ausrichte. Ökologisch und sozial. Das hört sich toll an, aber wir kreieren Mode und sind keine politische Partei. Das ist eine billige Ausrede. Nein, wir verkaufen Kleider, nicht mehr und nicht weniger. Und an alle, die es auf der Welt tragen wollen. Auch in China? In diesem Land jagt ein Umweltskandal den nächsten. Die Arbeitsbedingungen sind unzumutbar. Von Demokratie und Meinungsfreiheit fange ich gar nicht erst an. Und ausgerechnet da sollen wir expandieren? Und hast du mit Rebecca geredet? Lang und ausführlich. Was hat sie gesagt? Wirklich, Sebastian, ich bin mir nicht sicher, ob es gut war, sie ins Boot zu holen. Rebeccas Designs werden in China einschlagen wie eine Bombe. Ich weiß aber nicht, ob wir ihr vertrauen können. Hundertprozentig. Ich kenne doch meine Schwester. Oder sagen wir so.
Ich weiß doch immer noch, wie man sie um den Finger wickelt. Hast du das? Wie oft, Sebastian, wie oft willst du mich noch hintergehen? Ich habe dir vertraut, immer und immer wieder. Falsch. Sonst würdest du mir nicht ständig auf die Finger sehen, nicht wahr? Anscheinend kontrolliere ich noch nicht genug, was in dieser Firma passiert. Ich weiß, was ich tue. Das habe ich befürchtet. Dieser China-Deal nützt uns allen. Es geht nicht um Profit. Warum denn sonst? Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Es geht darum, wie und mit wem wir zusammenarbeiten, wie wir unser Geld verdienen. Hagen? Wir verkaufen Kleidung. In einem aufstrebenden, wirtschaftlich boomenden Land. Die Leute da haben Bedürfnisse. Genau wie hier eins dieser Bedürfnisse ist, dass sie sich gerne ein bisschen schick anziehen würden. Und jetzt frage ich dich, was ist so falsch daran? Wir treten nicht in Geschäftsbeziehungen mit Partnern, denen wir nicht trauen. Was ist so schwer daran zu verstehen? Hagen, du wirst diese Welt nicht retten können. Aber ich beteilige mich nicht länger an ihrer Zerstörung. An wen willst du dich wenden? An euren neuen Chef, diesen Hagen? Nein, auf keinen Fall. An Sebastian. Sebastian? Der hat dich doch die Klippe runtergeschubst. Ja, eben deswegen. Der hat ein schlechtes Gewissen. Der macht sich vor Freude ins Hemd, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Okay. Ich ruf ihn an. Ich will 10 Millionen Cash. Warte. Billy. Kim ist auf dem Weg hierher. Sogar schon ganz in der Nähe. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Nein, nein, warte, halt. Ich kann sie davon abhalten, herzukommen. Ich rufe sie an, okay? Okay? Ja, aber kein falsches Wort. Hey, wo warst du? Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich bin gleich bei dir. Kim, ich bin schon gar nicht mehr in der Hütte. Was? Ja, ich bin schon auf dem Weg in die Schweiz, in die Klinik. Ein Freund hat mir ganz kurzfristig einen Platz besorgt. Aha. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich musste ganz schnell los. Heute Morgen schon, ganz früh. Okay, kannst du einfach so das Land verlassen? Ja, dieser Freund hat mir auch Papiere besorgt. Er reist auch mit mir, er kümmert sich um mich. Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Ja, gut, dann gehe ich noch mal zur Hütte und schaue, ob alles in Ordnung ist. Ich kann auch Spuren verwischen. Nein, warte, hör zu. Geh nicht rein, ich habe mich um alles gekümmert. Wenn du jetzt da reingehst, du bringst nur neue Spuren rein. Es ist alles in Ordnung, geh einfach zum Schloss zurück. Okay, tu mir bitte den Gefallen. Wie du willst. Ich dachte eigentlich, wir hätten einen gemeinsamen Plan. Haben wir doch auch. Ich bin bald wieder da, okay? Und bis dahin telefonieren wir so oft wir wollen. In Ordnung? Pass bitte auf dich auf. Mach ich. Du auch. Bis bald. Thank you.
Sie ist weg. Ist nur knapp. Wir beobachten sie natürlich weiter. Wann stellen wir denn jetzt diese Lösegeldforderung? Lass mir wissen, dass Kim keine Dummheiten macht. Und solange amüsierst du dich weiter mit Billy. Wo ihr euch doch so gut versteht. Hier, wir haben für jeden der drei Läden Marktprognosen erstellen lassen. Das finanzielle Risiko ist praktisch gleich null. Wir reden aneinander vorbei, Sebastian, und das weißt du. Ich brauche keine Gewinnprognosen. Es geht um meine Überzeugung. Schön, dass du eine gefunden hast. Musst du sie deshalb der ganzen Familie aufzwingen? Ich dachte wirklich, es geht auch ohne Zwang. Ich habe die Gelder, die ihr investiert habt, eingefroren. Das hast du nicht. Und aus welchen Kassen ihr die 2 Millionen abgezweigt habt, das werde ich auch noch herausfinden. Das war ein Fehler. Wie oft wollt ihr mich noch verarschen? Haltet ihr mich für blöd? Sebastian. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Das trifft mich. Und ich kenne auch die Ursache, Tanja. Wie bitte? Mach mit ihr, was du willst, aber sag diese Hochzeit ab. Sonst passiert was. Sonst entferne ich euch aus der Firma. Ihr werdet nichts mehr zu melden haben. Ich nehme euch alles weg, verstehst du? Dann seid ihr raus, Sebastian. Raus.